Einen wunderschönen Freude der Sonne und herzlich willkommen hier aus dem Hamburger Airport. Das ist jetzt unser neuer Flughafen. Denn Köln-Bonn, von dem wir jetzt immer abfliegen werden, gefällt mir ganz gut. Ich muss sagen, jetzt gerade einen leckeren Sojakaffee getrunken, mega nettes Personal. Hier gibt es tatsächlich auch wieder das Angebot, Sojamilch zu haben zu unserem Kaffee. Das gab es ja vorher in Köln leider nur teils, sehr bedingt. Das ist richtig nice. Ich bin das letzte Mal, wann sind wir das letzte Mal aus Hamburg geflogen? Schon Ewigkeiten her. Vor 3 Jahren, ich glaube du noch länger. Ja, bei mir ist locker 5 Jahre her oder 6 Jahre. Das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben, waren wir komplett zerstört, bei uns gerade in Hamburg angekommen. Jetzt sind wir auch nicht irgendwie fitter. Doch, schon ein bisschen, man muss ja sagen, ne? Wir haben uns ein bisschen eingerichtet, direkt dann mehrere Geburtstage, Familiengeburtstage von dir durchgefeiert. Oma, Opa, gestern Mutti. Heute Morgen sind wir um 6 Uhr aufgestanden, mussten noch mal schnell ins Lager, weil unsere ganzen Sommerklamotten da sind, um dann noch schnell unser Koffer zu packen. Dann hat mein Papa uns hierher gefahren. Richtig geiler Service jetzt, haben wir auch immer Private zum Flughafen Taxi hin uns abholen. Und ja, jetzt geht's ab nach Bangkok. Wir dachten kurzzeitig, dass wir nach Indien fahren, deswegen hier. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht, aber wir haben hier richtig schön 2 Einhornpickel zwischen den Augen. Schadi, schadi. Freunde, der Stress bricht nicht ab, aber es wird jetzt eine sehr schöne Zeit folgen. Wir fliegen nach Bangkok, um ein wunderschönes Projekt zu begleiten, da werden wir euch natürlich mitnehmen und aber auch parallel einfach mal ein bisschen vielleicht mal Freizeit zu haben und einfach mal die Kamera mitzunehmen, um ein paar richtig schöne Sachen euch präsentieren zu können. Ich bin richtig gespannt. Dein erstes Mal Bangkok? Ja. Dein erstes Mal Thailand? Das ist mein erstes Mal. Und Bangkok war auch auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste. Also ich wollte super gerne nach Bangkok. Meine Mutti war ja mit meiner Patentante letztes Jahr dort. Mhm. Genau vor einem Jahr eigentlich. Und ja, ich freue mich voll auf unser Hotel. Ich habe nämlich ein richtig geiles Hotel ausgesucht. Das zeigen wir euch dann, wenn wir da sind. Das zeigen wir euch, wenn wir ankommen, genau. Aber ihr könnt ja schon mal in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht aus Thailand kommt oder ob ihr selber schon mal vor Ort wart, was wir unbedingt angucken müssen. Ja, haut das alles in die Kommentare rein. Und dann, wir sind gespannt. Das eine oder andere werden wir definitiv mitnehmen. So, jetzt erstmal ein Flieger. Wir sind natürlich wie immer spät dran. Obwohl, eigentlich geht jetzt gerade. Wir fliegen heute das erste Mal mit Finnair über Helsinki, ein Zwischenstopp. Ich war auch noch nie in Finnland. Transfer jetzt. Zählt nicht. So, liebe Freunde, wir sind jetzt im Hotel, tatsächlich schon zum zweiten Mal, weil wir viel zu früh vorhin eingecheckt haben und das Zimmer war noch gar nicht fertig. Das heißt, wir hatten noch ein bisschen die Zeit, hier uns Bangkok anzuschauen. Eigentlich sind wir schon durch, wir können schon wieder nach Hause fahren. Nein, Spaß. Nee. Wir haben eine kleine Runde mit dem Tuk-Tuk gedreht, war auch schon ziemlich cool. Und wir wurden sogar direkt von dem Touristenrestaurant über den Tisch gezogen. Aber ich glaube, das gehört dazu. Das waren einfach die Preise vom Restaurant. Der Tuk-Tuk-Fahrer hat uns in ein etwas gehobeneres Restaurant, wo es nicht gehoben aussah, gefahren. Ja. Aber die Preise waren einfach, jetzt haben wir mal so verglichen mit anderen Restaurants, 5-mal so hoch. Ja, also wir haben sage und schreibe für Essen für uns beide 35 Euro bezahlt. Ist für Thailand-Verhältnisse, glaube ich, mega teuer. Und auf das Essen war auch nicht gut. Also, ja.
Naja, aber egal. Wir sind ja zum Glück noch eine Woche hier und jetzt freuen wir uns erstmal, dieses Hotelzimmer zu sehen. Ich wollte aber ganz kurz sagen, in welchem Hotel wir überhaupt sind. Das haben wir ja gar nicht gesagt. Ich habe nur ein bisschen gespoilert, dass das Hotel richtig geil ist in meiner Story. Und zwar sind wir im Le Bourg at Stage Tower Hotel. Das ist das Bangkok Hangover Hotel. Wir waren ja schon im Caesar Palace in Vegas und deswegen, als ich so Hotels rausgesucht habe und angeschrieben habe, dachte ich, habe ich ein bisschen geguckt und dann habe ich mich natürlich direkt verliebt. Rezeptionsservice ist bisher mega geil. Also wenn du hier reinkommst, sieht krass aus. Deswegen bin ich so gespannt. Also ich bin auch viel gespannt, weil die ja eben gerade gesagt haben, ja, hier eure Suite und so weiter ist schon fertig. Was für Suite? Ja, ich glaube, hier gibt es nur Suiten. Das ist ein 5-Sterne-Hotel und genauso wie im Caesar Palace. Obwohl im Caesar Palace waren die Zimmer eigentlich sehr gechillt, muss man sagen. Ne? Die waren gar nicht so schwierig. Aber wir sollen einen richtig guten View haben, deswegen ich bin gespannt, Freunde. Let's do this. Together with you. Schimana, komm mit. Alter Verwalter. Ja. Das ist ja eine Wohnung. Hier haben wir unser Wohnzimmer, also Freunde. Für alle, die gerade in Bangkok sind, wenn ihr uns besuchen wollt, kommt vorbei. Boah, was geil, geht denn bitte hier ab? Ja, guck mal, wir werden nicht mehr über den Tisch gezogen, weil wir jetzt Leute einladen können und dann ziehen wir die über den Tisch. Und jetzt das Badezimmer. Oh, Kika! Boah, okay. Wahrscheinlich unschwer an unseren rot unterlaufenden Augen zu erkennen. In der letzten Zeit viel zu oft auch, ne, Schatz? Ja, dann sind wir nicht mehr ganz bei Sinnen. Eigentlich wollten wir im Flieger schlafen, aber stattdessen hat jeder von uns 3 Filme geguckt. Kimi, Johnny! Ja, von 7 Filmen, die zur Auswahl standen, haben wir 3 weggesippt. Einfach so selten Filme, deswegen. Ist wirklich so. Echt cool. Und außerdem war so ein Terrorkind neben uns, hinter uns Kinder, die die ganze Zeit gegen die Sitze geballert haben. Deswegen hätten wir so oder so nicht schlafen können. So, und deswegen haben wir uns überlegt, natürlich wollen wir jetzt unseren gesamten Rhythmus nicht komplett zerstören. Wir schlafen jetzt, keine Ahnung, 1-2 Stündchen. Einfach ein bisschen regenerieren und dann heute Abend nochmal ordentlich durchziehen und dann früh genug schlafen gehen, damit wir morgen sehr früh starten können. Man könnte ja theoretisch dann heute Abend das Video fertig schneiden, Schatz. Zum Tschüss. Ich geh schon. Also, falls ihr nichts mehr verpassen wollt, ihr Lieben, abonniert den Kanal, hinterlasst uns ein Däumchen, kommentiert es sehr gerne, zeigt es euren Freunden. Volles Programm, gib ihm. Die nächsten Tage werden geil. Wir haben einiges vor und selbstverständlich nehmen wir euch mit. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüssikowski und stay positive. Schon mal ein geiler Balkon, Freunde. Schön den Pickel. Rock.